Hallo Freunde, es ist dunkel, es wird Nacht, aber noch nicht für mich, denn ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein kleines Training mit den Cologne Falconets. I play American Football. Heute gegen die Frauenmannschaft. Ich weiß noch nicht genau, ob ich mir wirklich Sorgen machen muss. Ich habe gehört, ich treffe jetzt Auge, den Trainer. Ich glaube, da vorne steht schon jemand. Ist der das? Ist das Auge? Oder ist das hier ein Händler aus dem Park oder was ist das? Oder handelt der hier? Auge? Ja? Das ist der Anschein. Komm mal her. Komm mal hier. Wow, du hast die ganze Ausrüstung dabei. Du bist alles Auge. Passt. Ich bin Auge. Warum Auge? Weil ich nur eins hab. Ach, du hast nur ein Auge? Ja, links ist, kann ich nicht sehen. Aber ist egal, hat beim Football nichts zu tun. Ich habe Ausrüstung für dich, ein Schulterpad. Wow, das ziehe ich gleich an. Ja. Ich dachte, ich kann nicht mal die Regeln. Ja. Oh mein Gott, ey, muss ich mir da Sorgen machen? Ja. Man spielt gegen Frauen. Stell dir mal vor, wenn ich jetzt gleich komme und mache einen Shoulderbreaker. Oder wie heißen die Dinger? Du spielst gegen Frauen, die schon teilweise 15 Jahre Football spielen. Aber ich würde auf meine Knochen aufpassen, nicht auf den Knochen. Ja? Ja, glaub mir. Da kollidieren manchmal Körper von 150 auf 100 Kilo und laufen gegeneinander. Ist so, als wenn du mit dem Motorrad mit 70 in der Wand fährst. Ungefähr. Und bin ich eine Kampfmaschine? Wenn du nach dem Training sagst, ich bin eine Kampfmaschine, wenn du das dann noch sagst, dann glaube ich dir das. Aber jetzt glaube ich dir gar nichts. Nix. Ich ziehe mich jetzt mal um. Ich mache mich jetzt mal bereit, so wie ich aussehen muss. Und dann lernen wir auch die Mädels kennen, ne? Jo. Breakerneck. Dropkick. Ich habe keine andere Hose für drüber. Wie, du hast keine andere Hose? Also, geht so nicht, oder was? Doch, klar. Ich sag dem Michael, dass die aufpassen. Wie, dass die aufpassen? Auf deine Beine. Du musst doch morgen wieder drehen, oder? Ach so, aber meinst du, eine Jogginghose hätte geholfen? Nee. Wie sehe ich aus? Aber ich habe die Statur, gell, für einen guten. Oder? Sag mal ganz ehrlich. Erzähl dir nicht so dumme Geschichten, tu dir den Arm hoch. Wir sind doch nicht im Mittelalter, das ist doch kein Mieder. Rein da, rumdrehen wie bei Papa und Mama früher, wo du kleines Kind warst. Arme hoch, Arme hoch. So, jetzt siehst du aus, fast wie ein Footballer. Aber nur fast. Was ist das? Auge. Du weißt, wie es läuft. Ich hab doch die Filme geguckt. Ah, Junge, ich hab alles geguckt. Super Bowl. Tampa Bay. Was ist denn? Du weißt, wie sie's gehört. Guck. Boah, ich kann nicht mehr. Jetzt! Ah! Das ist ein typisches Klischee von Leuten, die keine Ahnung haben. So macht ihr es im Fernsehen. Ja, ja. Sieht's gut aus? Boah, ich kann nicht mehr. Ich. Was machst du jetzt schon wieder? Insta-Story, manchmal zeigen, sich zeigen. Mach du so ein bisschen in der Insta-Story, mach du so ein bisschen. Jetzt geht's los! Ah! Mach du den Dings. Guck mich an. Boom, jetzt geht's rein, Auge! Du kriegst gleich je drei hin, wenn du auf dem Platz bist und die Weiber dich über den Haufen laufen, du Wahnsinniger. Mach jetzt! Genau so! Komm! Ist gut, ich komm jetzt. Boah! Boah, wie bekloppt ist der? Der ist ja wirklich bekloppt. Die sind ja gar nicht so zierlich. Auge, komm mal her. Ich war nett. Wie, du warst nett? Du hast noch keinen Fehler gemacht. Was machen die denn? Trainieren, wie du siehst. Kein Hallenhalmer. Ich hab morgen Sendung. Die passen auf, ich schwöre dir, die passen auf. Hallo Mädels. Hallo, ich bin's, der König. Hallo die Damen. Guten Abend. So. Oh mein Gott. Zack, zack.
Helm an. Jetzt kommt die Ansage vom Coach. Also, Helm an. Macht ihr das immer so? Ja, der ist nett heute. Und wie sehe ich aus? Hier, damit du keine Zähne gleich verlierst. Das ist ein sogenanntes Mouthpiece. Habt ihr das oder auch? Auf Deutsch natürlich. Mundstück. Ich mag meine Zähne. Rein und so. Ja. Nur Vorsicht, dass du nicht die Zunge abbeißt. Auf Knie. Eins nur. Anfang ist jetzt, weil er ist ja noch nicht warm. Machen wir ein kleines Warm-up. Und dann machen wir ein kleines Spielchen, Mama, aus dem Herrn Knossi im Running Back. Wir sind 12 mit ihm. Warum lacht ihr da, Running Back? Hatte kurz gesagt, aufstehen! Der ist Running Back, wie gesagt, der kriegt den Ball in der Hand und die anderen dürfen ihn dann tackeln. Was? Oberhalb des Gebämmels, der hat nichts an. Untenrum. Ach so, was? Ja, komm, du wolltest mir. Obenrum bitte tackeln, ja? Wir müssen bedenken, er ist ein Star, der hat morgen noch eine Sendung. Richtig. So. Hey, Adam, ihr seid aufstehen! Ich bin ein Star. Ja, ist egal! Jetzt bist du kein Star! So, jetzt lass aufstehen, zusammenkommt. Hände hol hier dran mit. Du auch, ja klar. Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! One, two, three! Yes! Ready? Go! Bleib stehen! Ja. Du dachtest ja auch. Nein. Auf hier! Nein! Kein Problem! Gucke! Und? Gucke, Auge! Ja, ich runter! Kurze Pause. Nix, kurze Pause. 7, 8, 9, 10! Oberkörper hoch, du sollst dich wippen! Das ist dein Quarterback, ne? So. Du bist es, Tom Brady, gell? Komm her. Die echte. Ja. Sie steht jetzt da. Was machst du nochmal beruflich? Ich arbeite bei der Bank. Heute Mittag hast du noch ein Girokonto eröffnet, ne? Ja. Schönes Knackskonto für die Kinder. Und heute Abend gibt's hier richtig auf die Schnauze. Ja, für dich. Stehst jetzt hier so, in der Position. Dann sagt da die junge Dame gleich, Set hat, bist du hier, öffnest hier die Hand und kriegst den Ball. Ja, und dann? Guck mal hier. Das ist das Loch. Ne? Wer die Set hat, du läufst durch das Loch. Und wenn du durch das Loch läufst und die anderen da vorne kriegen dich, ich will die dich kriegen. Du willst mich kriegen? Ja, das sehen wir gleich. Ja, ja. Ne? Und Set! Set hat! Oh. Wie soll man das machen? Ihr seid gemein. Jetzt rein! Ready! Go! Set, hat! Jetzt rein! Jetzt rein! Jetzt rein! Jetzt rein! Jetzt rein! Oh, einleiten! Ja!